Ja, hallo aus dem eigentlich sonnigen Süden Spaniens. Wir sind in Andalusien, in Granada, zur Präsentation der neuen Yamaha MT-09 Tracer oder Tracer 900 in der Kurzfassung. Wie ihr seht, muss nicht immer die Sonne scheinen, wo es eigentlich das Versprechen dafür gibt. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren, denn das schon mal vorab. Wenn man sich auf einem Motorrad bei widrigen Bedingungen, unter Umständen 8 Grad in den Bergen und wirklich starkem Regen, ganz wohl fühlt, dann ist eine Menge richtig an diesem Motorrad und dann ist das schon mal das größte Kompliment. Aber lass uns mal ganz kurz ausholen. Tracer 900 gibt es seit 2015, seit 3 Jahren, mit dem ganz famosen 847 Kubik Dreizylinder, 115 PS, klangstark, emotional, sehr toller, elastischer Motor, ein richtiger Breitbandmotor. Und hier eben in der tourentauglichen Variante. Und nach 3 Jahren hat Yamaha dieses Motorrad eben grundlegend überarbeitet. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. 30.000 Motorräder hat Yamaha allein in Europa verkauft. Allerdings in Deutschland, und das ist erstaunlich, relativ wenige. Vielleicht 1200, 1500. Und Deutschland ist in Europa auch nur auf Nummer 4 der Länder, in denen die Tracer 900 besonders gut geht. Nach Italien, Frankreich und Großbritannien. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch für ein Motorrad interessiert, das für 10.000 Euro eigentlich alles kann, dann solltet ihr dieses Motorrad unbedingt in die engere Wahl ziehen. Denn das ist wirklich eine Allzweckwaffe, emotional, sportlich und touristisch. Und gerade im Bereich Tourismus hat Yamaha eine Menge unternommen, um das Motorrad noch besser zu machen. Das beginnt also mit der neu gestalteten Scheibe, die den Rumpf ein bisschen besser abschirmt und mittlerweile mit einer Hand, das kann man auch vormachen, bedienbar ist, so ein bisschen wie bei Ducati, ja, also so ein Schieberiegel müsst ihr lösen und dann geht die Scheibe 5 cm hoch oder runter. Ein Feature. Anderes Feature, der Lenker ist neu gestaltet, der ist 15 mm schmaler und insgesamt mit den Handprotektoren, die Serie sind, sogar 10 cm. Das heißt, das Motorrad ist stautauglicher, man kommt besser durch die Autokolonnen durch und kann auch in der Garage leichter parken und rangieren. Rangieren ist sowieso ein wichtiges Thema. Das Motorrad wiegt in der Standardversion 214 Kilo vollgetankt mit 18 Liter Sprit an Bord. Das ist wirklich leicht. Und das kann ich auch wirklich sagen, wenn man das Motorrad schieben und rangieren muss, das geht wirklich leicht von der Hand, auch wenn man nur 1,71 Meter ist wie ich. Stichwort Tourenkomfort. Die Sitzbank ist überarbeitet, das sagen wir mal hier an der Standardversion, hat einen neuen Meerschonenschaum, soll also dadurch einen besseren Komfort haben, ist insgesamt etwas höher, als sie früher war. Und vor allem der Bereich für den Beifahrer ist besser geformt als bisher mit neuen Haltegriffen, mit Soziusrastenauslegern, die mehr Komfort bieten, eine tiefere Position, das heißt ein offenerer Kniewinkel. Also da hat Yamaha eine Menge gemacht und wirklich sich sehr, sehr Mühe gegeben und das im Prinzip auf die Spitze getrieben bei der neuen GT. Und das ist wirklich ein Motorrad, das sollte man in der Wahl halten. Die Standard-Tracer kostet 10.595 Euro, 10.500 plus Nebenkosten. Wenn ihr ein kleines bisschen mehr investiert, 1.600 Euro mehr, also 12.195 Euro, dann gibt es dafür die Tracer GT. Die hat im Prinzip alle Überarbeitungen, die auch die Standard-Tracer hat. Zum Beispiel auch hier natürlich die Voll-LED-Scheinwerfer. Aber sie hat 6 Features exklusiv. Das eine ist eine voll einstellbare Gabel. Also ich kann die Federvorspannung, die Zugstufe und die Druckstufe an der Gabel verändern. Und äußeres Erkennungszeichen, da sind die goldenen Standrohre der Gabel. Dann, sie hat einen Quickshifter, einen Schaltassistent, der eben Hochschalten ohne Kupplung ermöglicht. Sie hat die 22-Liter-Koffer in Fahrzeugfarbe lackiert, serienmäßig. Da geht leider kein Helm rein, aber dafür schmiegen sich die Koffer in die elegante Aufnahme des neuen Heckrahmens sehr gut ein. Den Heckrahmen hat übrigens auch die Standardversion und man kann auch an die Standard die Koffer nachrüsten, dann aber eben optional gegen Mehrpreis. Hier bei der GT sind sie Serie und wer etwas weniger ausgeben will, könnte an die Standard auch noch Softbags machen. Bleiben noch 3 Features übrig, die der GT vorbehalten sind. Das ist zum einen der Tempomat, wichtig natürlich, wenn man längere Strecken fährt auf einer Autobahn. Dann hat sie Heizgriffe serienmäßig dreistufig und ich kann wirklich sagen, bei 8 Grad ist die hotteste Stufe, die heißeste Stufe ganz schön immer noch ein Bräter, also die taugen wirklich was. Und sie hat ein buntes TFT-Farbdisplay, das so ein bisschen von der R1 abgeleitet ist, sehr kontrastreich, sehr gut ablesbar. Während das Display der
Standard-Tracer, so ein bisschen an die FJR 1300 erinnert. Ansonsten sind die Motorräder im Prinzip identisch. Beide haben Hauptständer serienmäßig und eben für 2018 eine um 6 cm längere Schwinge für besseren Geradeauslauf, also mehr Stabilität. Und ganz ehrlich, ich kann es wirklich nur sagen, wenn ihr ein Motorrad sucht, mit dem ihr eine Menge Fahrspaß habt, mit einem hochemotionalen Motor, dann ist das hier wirklich eine gute Alternative. Solltet immer drüber nachdenken. Und ich möchte es mal so sagen, Prost für die neue Tracer 900 und natürlich erst recht für die Tracer 900 GT. Sind ganz tolle Motorräder mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer ganz piekfeinen Verarbeitung. Ihr kriegt wirklich eine Menge für eure Kohle. Und darauf Prost!